Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht aber auch noch nicht. An diesem Sonntag und in vielen Fällen auch am nächsten Sonntag finden wichtige Wahlen in Frankreich statt. Denn relativ kurz nach der Wahl zum französischen Staatspräsidenten steht die Wahl zur Nationalversammlung, also die Wahl des Parlaments, an. Und in diesem Video wollen wir uns mal den aktuellen Stand der Dinge anschauen. Und da will ich euch erst einmal das französische Wahlsystem erklären. Also warum gibt es denn gegebenenfalls in einigen Gebieten Frankreichs auch noch nächsten Sonntag Wahlen? Es ist so, es gibt 577 Sitze in der französischen Nationalversammlung und es gibt 577 Wahlkreise. Das heißt, aus jedem Wahlkreis zieht der jeweilige Wahlkreissieger in das Parlament ein. Und bei der ersten Wahlrunde an diesem Sonntag, also am 12. Juni, ist man nur dann ins Parlament gewählt, wenn man die absolute Mehrheit der Stimmen in seinem Wahlkreis holt. Und das ist eben vielfach nicht der Fall und deswegen treten dann die beiden besten Kandidaten der ersten Wahlrunde eine Woche später, also am 19. Juni, gegeneinander in der zweiten Wahlrunde an. Und dann zieht natürlich derjenige ins Parlament, der mehr Stimmen bekommt. Ja, und weil dieses Wahlsystem eben so aussieht, wie ich es eben beschrieben habe, bringen uns Prozentwerte bei Umfrageergebnissen nicht ganz so viel. Denn ich kann euch ja schon mal zeigen, zum Beispiel hier Ensemble, die Bewegung von Macron, kommt auf 25% der Stimmen bei diesem einen Umfrageergebnis hier vom 6. Juni. Aber das sagt nicht aus, ob jetzt wirklich ein Viertel der Sitze an Ensemble fallen wird. Und demzufolge müssen wir diese Prozentwerte tatsächlich mit Vorsicht genießen und wir schauen später eben auf Sitzverteilungsprognosen von diesen Umfrageinstituten. Das ist dann natürlich aussagekräftiger. Nichtsdestotrotz will ich euch trotzdem mal diese Stimmenanteile zeigen, um euch zu zeigen, wie eigentlich das Stimmungsbild aktuell in Frankreich ist. Ja, bevor wir das aber machen, will ich noch hier auf NUPES zu sprechen kommen. Das ist ein sehr interessantes Wahlbündnis, denn das hat sich im Vorfeld der Wahl gebildet und besteht aus der Kommunistischen Partei Frankreichs, La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, dann hier einer Grünen Partei und den Sozialdemokraten vom PS. Und das ist deswegen so besonders, weil normalerweise würden diese Parteien gegeneinander antreten in den Wahlkreisen, aber das führt eben dazu, dass man sich die Stimmen gegenseitig auch wegnimmt. Und um die Chancen zu erhöhen, an Sitze zu kommen, hat man sich eben zusammengetan. Und diese Parteien stellen in jedem Wahlkreis nur noch einen Kandidaten. Das heißt, vereinfacht gesagt, in jedem Wahlkreis gibt es also nur noch einen Kandidaten von diesen vier Parteien. Und die Hoffnung ist, dass dann die Wähler dieser Parteien dann alle für diesen Kandidaten in dem Wahlkreis stimmen. Dadurch sollen die Chancen erhöht werden, an Sitze zu kommen, wie gesagt. Und man will eben hier Ensemble die Bewegung von Macron ausbremsen, indem man eben auch verhindert, dass sie eine absolute Mehrheit erlangen und selbst möchte man die absolute Mehrheit an Sitzen holen. Das also mal kurz dazu, damit ihr versteht, was eigentlich dieses Bündnis hier sein soll oder warum sich dieses Bündnis gebildet hat. Jetzt schauen wir mal auf die Stimmenanteile und ja, da sehen wir, dass es eine enge Nummer werden kann zwischen eben NUPES und Ensemble, was den reinen Stimmenanteil bei der ersten Wahlrunde betrifft. Also es ist ein relatives Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal sehen wir Ensemble vorne, mal sehen wir NUPES vorne. Das sind die beiden, die vorne liegen. Und dahinter auf Rang 3 liegt die Bewegung von Marine Le Pen, der Rassemblement National, also die Partei von Le Pen. Und die kommt so auf rund 20%. Die Rechten haben jetzt zum Beispiel kein Wahlbündnis gebildet. Das wird sie dann in vielen Gebieten dann eben auch schwächen. Denn man kann ja zum Beispiel gucken, wie groß wäre der Stimmenanteil zusammen mit Reconquête, die Bewegung eben von Eric Zemmour. Und dann hätte man eben einen ähnlich großen Stimmenanteil wie Ensemble oder NUPES. Aber es gibt eben kein Wahlbündnis hier unter den Rechten. Das heißt, da werden sich die Stimmen dann teilweise splitten. Ja, was man sehen kann, ist also, im Prinzip gibt es in Frankreich drei Lager, die etwa gleich stark sind. Nämlich hier das linke Lager, das sich hier vereinigt hat, dann die Bewegung von Macron und dann das rechte Lager. Und ja, demzufolge muss man sagen, ist Frankreich relativ dreigeteilt. Aber, und das ist das Interessante, wie wird es dann später bei der Sitzverteilung sein? Findet man da auch wieder so eine Dreiteilung oder gibt es dann doch eine Bewegung, die deutlich die Nase vorne haben wird? Dazu gleich mehr. Ich will hier noch auf UDC zu sprechen kommen. Da befindet sich nämlich die konservative Partei der Republikaner drinne und die waren ja mal auch lange Zeit wie die Sozialdemokraten sehr, sehr wichtig in Frankreich. Ja, und mittlerweile sind sie doch beim Stimmenanteil auch nicht mehr so bedeutend und abgestürzt. Und ja, sie steuern auf ein schlechteres Ergebnis vom Stimmenanteil zu als 2017. So, jetzt aber zur Sitzverteilungsprognose. Also es gibt hier einmal kein Ergebnis angegeben von Cluster-Dieset. Aber ansonsten haben wir hier Sitzverteilungsprognosen, wobei halt bei manchen wie hier noch Parteien dazugerechnet werden zu diesem Spektrum oder hier noch diverse Linke dieser Bewegung NUPES hinzugerechnet werden. Also man muss das manchmal ein bisschen differenzierter mit Vorsicht sehen. Was man sehen kann, ist, dass in sämtlichen Fällen die Bewegung von Macron die Nase vorne hat.
Aber es tatsächlich mit der absoluten Mehrheit eng werden kann. Die liegt nämlich bei 289 Sitzen und ja, es ist durchaus möglich, dass Ensemble die absolute Mehrheit verpasst, aber es ist eben auch denkbar, dass es eben auch reichen wird, knapp. Aber warum ist das eigentlich der Fall? Warum kann zum Beispiel Nüpes nicht an Ensemble vorbeiziehen? Ich denke, das liegt daran, dass wenn zum Beispiel der Kandidat von Ensemble und dann der Kandidat von Nüpes in die Stichwahl eintreten werden, eben das Lager gegen die Linken größer ist als das Lager für die Linken und dann vielfach dann doch der Kandidat von Ensemble gewinnt. Und das Gleiche gilt eben auch in dem Duell Ensemble gegen eben einen rechten Kandidaten. Die äußerste Rechte kriegt dann weniger Stimmen oder hat weniger Stimmenpotenzial als hier Ensemble, die dann doch die ein oder andere Stimme auch aus dem linken Lager bekommen würden, um eben einen rechten Kandidaten zu verhindern. Und deswegen sieht es für Macron oder für die Bewegung von Macron immer noch nicht so schlecht aus. Aber es ist eben denkbar, dass die absolute Mehrheit verloren geht. Also es könnte dann doch sehr eng werden und es könnte am Ende nicht reichen. Also da müssen wir mal abwarten, wie die Wahlen ablaufen werden. Aber was man sagen kann, ist, dass Ensemble doch wohl die stärkste Kraft werden wird. Nüpes wird zwar deutlich an Sitzen zulegen, das kann man hier unten einmal sehen, wenn man mal schaut, wie viele Sitze haben sie denn 2017 bekommen. Aber es wird nicht reichen, um stärker als Ensemble zu werden und die absolute Mehrheit zu holen. So sieht's aus, ja. Und was hier den Rassemblement National betrifft, der wird zwar stärker werden, aber obwohl er fast nah, also fast dran ist an den Stimmenanteilen von Nüpes und Ensemble, wird es wohl auf nicht so viele Sitze eben hinauslaufen, also nur auf eine zweistellige Zahl an Sitzen und nicht eine dreistellige. So, und das soll es jetzt eben zu diesem Video gewesen sein. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr denkt, wie die Wahl ausgehen wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie es in Frankreich tatsächlich ausgehen wird.